Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück einer neuen Folge Age of the Ring Mod in der Version 5.1. Ich sage das, weil wir beim nächsten Mal die 6.1 anschauen. Ich habe gerade gesehen, dass sie released wurde, aber da ich für heute noch eine Aufnahme brauche und ja, das ist derselbe Tag, in dem dieses Video released wird, nehme ich dieses Video auch auf, dass wir dann uns die 6.1 am Sonntag anschauen werden mit den ganzen neuen Fraktionen und allem drum und dran. Da werde ich dann ein Video von machen. Aber jetzt machen wir nochmal hier ein schönes 5.1er, weil das hat uns ja lang genug begleitet. Und ich würde sagen, wir machen heute mal was, was ich sowieso wahrscheinlich verlieren werde. Wir machen hier ein... Die Karte mit Random, mit einem Medium. Regeln passen, also let's go. Und ihr könnt auch sehen, meine Facecam hat einen Greenscreen-Hintergrund. Das liegt aber nicht an mir, sondern das liegt an Nvidia Broadcast, dass das mit AI irgendwie ausrendert oder sowas. Ich check's selber noch nicht, aber es funktioniert einigermaßen. Damit kann ich ein bisschen meinen Hintergrund wegnehmen. Ich hoffe, es passt euch so. Könnt ihr jetzt mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Und dann können wir ja daraus entscheiden, was wir daraus machen. So. Wir fangen an. Starten wir direkt mit noch ein paar Bildern, denn ich weiß nicht, was uns... Ach, warte, das können wir nachschauen rein, theoretisch, ne? Lorien, okay, das könnte eklig werden, obwohl wir als Zwerge da gar nicht mal so schlecht dran sind. Heroes, was haben wir denn? Oh, wir haben schön... Oh, lecker, lecker. Hab ich da nie... Wie viel kosten die? 300? Also. Das ist gut. Wo werde ich gebrauchen? Lorien ist auf jeden Fall drauf zu achten. Ah, ne, warte mal, den verwende ich ja gerade. Wo ist der Bauplatz? Das Lorien. Ah, guck mal, die Karte kennen wir doch. Wer die kennt, schreibt es in die Kommentare. Ich sag, was ist das denn? Ja, aber jeder kennt diesen Pfad nach oben, wenn er den Film gesehen hat, der Ringe. Wir verwenden nur bestes Material. So. Ja. Machen wir Banner schon direkt? Nee. Das ist kostenintensiv. Ich will mindestens einen Turm hier haben. Obwohl, ich glaube, das sind... Trolle. So, das Gebäude wäre fertig. Wenn ich mich nicht irre. Die Halle der Krieger ist bereit. Wo werde ich gebraucht? Vorwärts. Baumaterial. Perfekt. Und zack. Dann holen wir uns 4 Bataillone Warriors. Für jede Seite 2. Ah ja, stimmt. Wir haben die Tunnel. Ah, schön. Wir haben Tunnelsysteme mit denen. Das ist so toll. Schnelltravel. Ich schaue, dass wir... Also diese Folge wird heute komplett in einer Länge veröffentlicht. Erstens, ich will am Sonntag die 6.1-Version bringen und nicht noch den zweiten Teil von der 5.1. Und ich glaube, ihr könnt euch mal anschauen, wie ich das... Was heißt sie? Als ob die da schon Bogenschützen hätten. Die Hüter sind kampfbereit. Wir machen Fortschritte. Macht euch bereit, Zwerge. Brechen wir auf. Wie schnell sind denn die? Vor allem, die haben eine eklige Reichweite. Was ist das? Ravens of Modifier plus 50 Damage plus 15 Armor. Das ist gleich gar nicht am Anfang doof. Gebaut mit Zwergengeschick. Sie greifen die Minen an. Wir verwenden nur bestes Material. Alter, das geht so schnell kaputt. Ich hätte. Brechen wir auf! Das sind sogar Gerittene? Was? Oha. Die geben ja voll an jetzt schon. Aber Bodenkämpfer sind effektiv gegen Reiter. Sie greifen unsere Rohstoffe an. Das sieht gut aus mit Zwergengeschick. Dann könnt ihr auch mal direkt nach da drüben. Das ist gut. Los! Wir verwenden nur bestes Material. So, dich könnte ich direkt als Turm. Ich hätte hier gern Battle Tower für 400, wenn das ginge. Wenn dich nicht zu viel verlangt wäre. So. Wir verwenden nur bestes Material. Nur das Beste. Der Baumeister ist gefallen. Hä? What? Was war das denn? Was ist jetzt passiert? What?
Das Spiel hat einfach mal entschieden, nö, kein Bock auf mich. Oh, wie geil. What? Alter, wir hatten das größte, die meisten Ressourcen. Wir hatten... Nee, warte mal. Sie hatten mehr Ressourcen. Ich hatte mehr Strukturen. Einheiten hatten die mehr wie ich? Okay, die haben wahrscheinlich mehr produziert währenddessen. Also sie waren eindeutig nie vorne vollkommen. Also man sieht sie, am Ende haben sie mich kurz überholt und dann war ich angeblich besiegt. What? Okay, das lasse ich aber drin für euch, damit ihr... Jo, PC sagt nein. Okay, nochmal. Kein Problem. Ich bin wieder Erebor gegen die Misty Mountains. Eklig. Nur besser. Oh, wie geil. Ich kann nicht mehr. Das ist ja zu gut. Ich freue mich schon auf die 600. Das sieht gut aus. Wir haben alle Hände frei zu tun. Wir fangen an. Puh. Oh, das ist ein guter Spaß. Nur kein Bock. Du verlierst jetzt einfach. Kurz mal Cheats aktiviert, Spieler kicken. Ah, toll. Ja. Dass man sich auch über sowas so freuen kann. Puh. Da kommen mir gleich die Tränen. Oh ja, ich hab's so. Ich hab schon ein bisschen vermisst. Ah, die 6.1 wird bestimmt cool mit den ganzen neuen Völkern. Lasst uns etwas bauen. Der Nachteil natürlich jetzt ist, dass die Orks wiederum Holz abbauen können, was auf dieser Karte ist ja gut. Meine Vögel sind wieder auf Hyper-Hyper ausgelegt. Und die haben hier oben nicht unbedingt significant wenig also wenig, oh Gott, meine Sprache. Durchs Lachen ist das jetzt komplett kaputt gegangen. Haben die nicht wirklich wenig Ressourcen dadurch mehr, sondern die haben ordentlich viel mehr wie ich. Und sie haben denselben Vorteil wie ich, durch die Tunnel marschieren zu können, was natürlich auch eklig ist. Aber natürlich sind die Orks-Einheiten am Anfang immer ein bisschen schlechter. Bedeutet, ich muss auf diesen Trumpf setzen und relativ schnell eigentlich eine Armee aufbauen. Was, glaube ich, nicht so einfach ist, wenn ich hier jetzt einen Turm hinsetzen will. Einfach um die Verteidigung ein bisschen höher zu setzen. Wo ist der Bauplatz? Weil ich weiß, die werden mich gleich relativ flott versuchen. Ich glaube, die werden mich relativ schnell versuchen anzugreifen. Wie ich es gemeint habe, die kommen direkt. Natürlich den Anfangsbonus hier ausnutzen. Also sie kommen direkt, also die rennen so. Die haben nicht die extra Reichweite, uns zu erkennen. Das könnte zu einem Vorteil für uns werden, für den Anfang auf jeden Fall. Ich setze hier einen Wallhub, einen Verteidigungsdunkel hin. Jetzt wird gekämpft. So, das Gebäude wäre langsam müde. Ich hätte gerne. Ein paar Hüter? Wir haben alle Hände voll zu tun. Unsere Gebäude! Lasst uns bauen! Reiz den Höhlentroll nicht! Wir haben einige Berge entdeckt! Oh, guck! Zurück. Da sind sie jetzt unterwegs mit Bogenschützen, mit zwei Paar Divisionen. Es ist Zeit! Auf ins Getümmel! Sie greifen an! Nee, das ist. Nee, doch! Mit Giftfallen sogar sind sie heute mit der. Oh! Ja, das war nicht die schlauste Idee von mir. Ah, den habe ich nicht gesehen. Die Truppen. Truppen habe ich nicht gesehen. Großartiges Mauerwerk. Sie jagen unseren Baumeister! Machen wir uns auf den Weg! Ah, das hier verwenden nur bestes Material. Aber wenn wir wissen, dass die von da kommen werden öfters. Wir werden angegriffen! Als ob die Fähigkeit schon. Hä? Was geht hier? Baumeister verloren. What? Ist das die Karte? Ist das ein Modus, von dem ich nichts weiß? Ich war sogar vorne ressourcenmäßig. Hä? What? Ich will doch bloß spielen. Ja,
schaut er jetzt an, so nüpp. Ja, schön. Ressourcenmäßig vorne. Structure-mäßig auch vorne. Units wahrscheinlich hinten, weil einfach die Orks pushen wie irre. Schau dir das an, die haben, da habe ich meine erste Division schon ausgebildet. Der ist schon 17. Die sind bei 170 schon. What? Aber okay, es sind halt die Orks, die sind nicht wirklich stark. Deswegen sind wir auch die ganze Zeit eigentlich vorne gewesen. Und der Turm, ich glaube, das war unser Turmboost oder was auch immer da passiert ist. Aber auf einmal haben sie so, da wäre der Graf, wahrscheinlich haben sie da so einmal gesagt, nope, der Abstand bleibt klein. Und dann haben sie gesagt, oh, das wird schon wieder größer. Nope. Ich check's nicht, Leute, ganz ehrlich. Und ich würde sagen, bevor es jetzt 30 Mal so weitergeht, das soll unsere Erinnerung an die 5.1 sein. Nee, natürlich nicht. Ich sag immer, es ist immer wieder witzig, was ich für in der 5.1 zwischen nur Probleme hatte. Das ist mir nicht nur bei dieser Karte passiert, das sind auch bei anderen Karten passiert. Es gab doch leider auch einige Bugs. Ist ein Mod, ist ein großer Mod, ist deswegen auch verständlich. Ich fand, bloß als Abschied muss man mal sehen, wie es doch teilweise lustig wird, wenn man aufnimmt. Vor allem, wenn man eine halbe Stunde aufnimmt und das passiert. Das kann nicht richtig ärgerlich sein, glaubt mir das. Und ich würde sagen, ich wechsle jetzt bis Sonntag, bis Samstag auf die, spätestens auf die 6.1. Und am Sonntag sehen wir uns dann wieder mit einem Video zur 6.1er-Version. Mit dem neuen Volk, wir und gegen Randoms wieder, gegen andere. Wahrscheinlich wieder einen großen Kampf oder schauen wir mal, wie groß ich den mache. Ich hoffe, es ist trotzdem gefallen, auch wenn wir nicht wirklich zu einem Kampf gekommen sind. Wir haben uns aufgebaut und sind gekillt worden. Aber wie gesagt, wirklich viel Zeit habe ich nicht mehr. Es glaube ich, sind noch 4 Stunden bis die Veröffentlichung ist. Ne, 3,5 Stunden nur noch. Und außerdem ist in einer Stunde die Open Time für SNH Start, das ich unbedingt sehen will. Ihr könnt mal bei SpaceX vorbeischauen, vielleicht läuft das, ist das jetzt gerade noch am Start, wenn ihr das Video hier zu Ende guckt. Schaut da vorbei, weil SNH soll heute starten angeblich und den ersten Bellyflip machen. Ich bin sehr gespannt, deswegen bin ich ab 13:30 da drauf vollkommen konzentriert. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder oder spätestens am Sonntag, wo wir die 5.6-Punkt-Dings ausprobieren, die neue Version halt, ne? Also, bis dann. Ciao.